Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Armored Warfare dabei seid. Und ich habe euch zuletzt ja den Leopard 2A5 gezeigt. Und heute will ich euch die Speerspitze unter den Leoparden im Spiel derzeit zeigen. Und zwar den Leopard 2A6. Ja, ich glaube, auf die Optik braucht man nicht eingehen. Ein wunderschöner Panzer. Wunderschön ist vielleicht sogar noch untertrieben. Ich finde, wie gesagt, diesen Turm wahnsinnig cool. Der schaut brachial aus. Wir schauen uns den auch nochmal etwas im Detail an. Denn natürlich ist es ein Kampfpanzer. Kostet 15,3 Millionen Credits. Und die Chronik sieht wie folgt aus. Der in Deutschland gebaute Kampfpanzer Leopard 2A6 ist eine weitgehende verbesserte Version seines Vorgängers, des Leopard 2A5. Der erste 2A6 wurde 2001 ausgeliefert. Viele der deutschen 2A5 werden zurzeit auf den neuen Standard gebracht. Mit optimierter Panzerung, verbesserter Präzision und längerer Reichweite ist der 2A6 bei Streitkräften in aller Welt beliebt. Ja, und so wie rausschaut, würde ich mich da auch sofort reinsetzen wollen. Ihr seht den Alpha-Schaden 579, Durchschlagskraft 606 mm, der anhaltende Schaden 4094, da geht er ein bisschen mehr. Trefferpunkte, 2800 Hitpoints hat er und die Höchstgeschwindigkeit 72 km/h. Ja, ich würde sagen, schöner Panzer in der Garage, noch schönere Panzer im Spiel und wir schauen uns den da direkt an. So, da sind wir also jetzt auch im Ladescreen, sind hier mit unserem 9er natürlich Top-Tier, 8er und 7er sonst soweit am Start. Reaktor die Karte, eine sehr schöne Karte. Aber auch natürlich nicht ganz einfach. Und ist er nicht schön? Ist er nicht ein Träumchen? Aber gut, das habe ich über den 2A5 auch schon gesagt. Aber er ist ja einfach schön. Da bin ich vielleicht ein bisschen patriotisch aufgrund der Zugehörigkeit zu Deutschland. Aber schon eine feine Sache. So, gucken wir doch mal, wo wir jetzt langfahren. Also hier oben, Entschuldigung, das war mein Fehler. Da oben, also praktisch die B7, B8, da die Linie, fahre ich gar nicht so gern, muss ich gestehen. Weil da ist einfach dieses Nadelöhr so ein bisschen sehr gegeben. Und ja, man kann einfach gut rausgenommen werden. Was schon mal zumindest aber beachtenswert ist, wir haben keine Arti dabei. Weder wir noch der Gegner. So, und jetzt hier mit vollem Karacho nach unten. So, jetzt überholen wir. Jetzt ist jetzt. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es gerade ein Rennspiel, aber nee. Da bremst mich der andere einfach aus. So schön im Schwung war ich. So, man sieht da oben, da kommen schon die anderen Leo 2A6 auf unsere Leute zu. So, scheiß auf die Stromleitungen. Oh, okay, die da nicht. Da kommt doch ein bisschen Arbeit für uns daher. Nee. Nein, knapp drüber. Komm nochmal hoch. Oh, hinter mir. Ach Gott, knapp. Aber gut aus der Hüfte geschossen. Nur muss ich aufpassen, dass ich hier nicht so breit Spalier stehe. Komm nochmal raus. Ja, ein kritischer Modultreffer ist jetzt nicht genug. Leider. Aber vielleicht kann ich hier ein bisschen mal
die Mobilität ausnutzen. Ah, komm, nicht zurück. Kann ich hier noch schnell unterstützen? Ja, der war weg. Hier drüben, da ist fast zu viel an Gegnern. Ach, in Boden gesammelt. Ärgerlichst. Mal gucken, der Challenger kommt da unten auch noch lang. Der dürfte mich jetzt gleich erspähen. Keine Durchdringung, deswegen zurück. Jetzt haben wir nachgeladen und es steht 13:6. Deswegen. Ja, der war gut. Immer ein bisschen aufs Fadenkreuz achten. Ach Gott, willst du jetzt da echt wegfahren? Also der Leopard ist nicht so leicht zu durchschlagen. Der Challenger hat hier deutlich Probleme, wie man sieht. Frontal ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber jetzt kommt der Schorsch an. So, und jetzt bekommen sie ordentlich auf die Nuss. Ja, der ist weg. Und jetzt hier noch hoch. Dann haben wir sie eigentlich recht überlegen besiegt. Das glaube ich, kann man schon sagen. Kritischer Modultreffer. So. Jetzt konzentriert sich der auf mich. Bin jetzt nicht so cool. Ah. Der ist auch schnell weg. Und jetzt noch zum letzten Leo. Schnell nach vorne an die Front. Vielleicht noch einen Hit auspacken. Leo ist hier. Ja, der kam da noch mal an, hat seinen Weg ins Ziel gefunden. Und der Sieg mit dem Leo. Auch wenn es immer schwierig ist, drauf zu schießen, aber naja, wat mut, dat mut. So, ja, wir sind sehr heil aus der Sache rausgegangen, noch voller Hitpoints. Konnten ein bisschen was abprallen. Also unterm Strich sehr, sehr solide. Guck mal doch noch den Ladescreen an, was der so sagt. So, wir haben 2246 Schaden gemacht, 6 erspäht. Dann die Performance im Allgemeinen seht ihr hier nochmal. Der Challenger war natürlich logischerweise der, der am meisten abbekommen hat. Im Team haben wir uns ins Mittelfeld gefahren, 2021 XP und vom Schaden auch ins Mittelfeld. Da hat der T90 hier gute Arbeit geleistet, muss man ganz klar anerkennen. Und hier die Gesamtperformance. Also ich würde sagen, unterm Strich ein schneller, klarer Sieg, der natürlich hätte etwas mit mehr Schaden garniert werden können, aber ein wunderschöner Panzer kann auch das nicht entstellen. Und somit hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.